so ganz und gar nicht gestellt heute. Nee, okay, gut. Ganz spontan. Und zwar, wir stellen euch heute mein neues Fahrrad für die Saison 2019 vor. Der Knaller. Trommelwirbel, bitte jetzt. Oh. Yeah. Guckt euch das Teil an. 5000 Euro hat es mich gekostet. Vollcarbon. Ich würde es gerne wegwerfen, aber das darf ich nicht. Nein. So, jetzt beginnt das wirklich Video. Wir haben fast wie Weihnachten. Noch nicht? Noch nicht, ja. Oh, ist ja okay. Mann, fast wie Weihnachten. Christian hat ganz, ganz viele Pakete. Er hat nämlich zu viel Geld, er verdient zu viel. Das stimmt nicht. Liebe Grüße an den Bikepoint, wo wir gerade darüber ganz drehen. Genau. Logo. Den schönen Freital. Logo ist wieder hier irgendwo. Wenn ihr mal einen Fahrradladen braucht in Freital und Umgebung, kommt ihr her, kommt zum Christian. Genau. Und wir packen jetzt mal die ganzen schönen Pakete aus. So, los geht's. Genau. Schöne Pakete. So sieht man ganz viel. Schöner Trickstoff-Schein, weil mich die anderen angenervt haben. Mal schauen wir mal, was die so können. Man liest ja generell nur Gutes. Daraufhin wurden die mal gestellt. Und man muss sagen, die machen einen ganz geilen Eindruck. Die werden direkt morgen montiert und dann geht's los. Da freue ich mich schon wieder so ein bisschen drauf. Sind wirklich ähnlich den Sturmscheiben von Makoma. Sehr ähnlich. Noch eine abgefasste Kante haben. Und das Material einfach nochmal geiler ist. Ich kann es nicht genauer erklären, aber ich habe es nicht im Kopf. Auf jeden Fall sollen die echt gut sein, alles was man liest. Und wir werden es probieren. Tests folgen dann oder Feedback sozusagen bekommt ihr dann. Und falls ihr auch vor der Entscheidung steht, welche Bremsscheiben ihr nehmen wollt, wir testen es aus und genau. Berichten euch. Da andere Scheiben auf mysteriöse Art und Weise kaputt gegangen sind. Das passieren könnte. Das ist mir unklar. Also. So, nächstes Paket. Eiern, damit man keine Angst mehr haben muss, nach jeder Tour mit einer verheizten Klamotte nach Hause zu kommen und nicht mehr zum Einzug zu haben. Klingt komisch, ist aber so. Wie gesagt, freue mich am meisten auf dieses Stück. Eine neue Jacke. Auch in der Freizeit anziehbar, aber einfach nur so. Und ich muss sagen, die Farbe ist geil. Auch, sonst hätte ich sie mir nicht gekauft, aber auch der Stoff, schön flexi. Vor allem, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier ist einfach eine Brille. Das ist nämlich die Harry Potter Edition. Nee, Harry Potter hat einen Blitz auf der Seite, mein Freund. Und hier auf der Seite. Der ist bestimmt noch irgendwo. Den male ich dir rein, den Blitz da oben. Also, wenn ich dann irgendwann mal mit Edding den Blitz auf der Stirn habe, es könnte Julius was damit zu tun haben. Man munkelt. Man munkelt. Aber. So, oh, was für die Freizeit. So, Julius hat gesagt, damit wir alle ein ordentliches Auftreten haben, sollte es noch was Ordentliches zum Anziehen geben. Auch das haben wir gemacht. Da kann der Kleine wenigstens zweimal im Jahr den Pullover wechseln. Ja. Ganz cool. Aber nicht so ein paar. Und damit ihr mich nicht immer im gleichen T-Shirt seht wie die letzten drei Videos, ganz zufällig, gibt es hier noch ein T-Shirt. Alles im gleichen Farbton, der Christian hat irgendwie. Ja, hat gerade Lust auf Grün. Was da ist. Ja, oder was billig da war. Ja, und auch ganz grün. So, also. Weg mit dem ganzen auch Zeug. Ganz kurioserweise. Schicke Farbe. Kann man sich fast auch nochmal holen. Könnte man sich anziehen, ne? Ja, können wir. Das ist sogar ein Stoff. Und wollte auch irgendwie die Socken immer kaputt gehen. Ich kann auch genau erklären, warum das so ist. Da haben wir uns bei der Gelegenheit nochmal ein paar Socken mit dazu bestellt. Passend zum Stuhl. Hier hast du deinen Blitz. Mit dem Plan genau auf die Harry Potter Edition. Aber ist komplett. Ich wusste gar nicht, dass Harry Potter Blitz an der Beine hatte. Aber jetzt, wenn er Zaubersache Fehlzündung hatte, dann kann das schon mal ins Bein gehen. So. Ach. Und praktischen Etui. Oh. Nein, hier ist kein Bier drin. Oh. Ich geh wieder. Tschüss. Da meine 5-10s auseinandergefallen sind und die haben echt lange gehalten, ich glaube 4 Saisons. Natürlich den Wechselschuhen, aber die sind jetzt einfach nur kaputt. Auch hier alle, wollen die echt gut sein sollen. Qualitätsverarbeitung ist schon mal echt geil.
Er hat mich auch letztens schon mal kurz angezogen. Was rumst du denn hier so? Weiß nicht, das können die Nachbarn sein. Mensch ey, da will man einfach nachts in Ruhe drehen. Knapperstunde. Ja. Und das sogenannte Möbelrücken findet gerade statt. Ach Mann ey. Ein seriöses Video. Ich glaube, das wird nie vorkommen auf diesem Kanal. Ja. Alter Leute, reißt euch zusammen. Möbelrücken. Ja, schicke Farbe, passend, oder fast passend zu dem Socken. Genau, die HP-Edition, in dem Fall für Harry Potter. So, last but not least, das sogenannte, halte ich fest, Postkondom. Heißt das wirklich Das heißt wirklich so. Okay. Zu Deutsch einfach nur Teleskop, da der Spitzenschutz. Klingt jetzt wirklich viel besser. Nicht wirklich. Wie funktioniert das? Wird immer ganz stark. Man fädelt diesen Reißverschluss hier ein. Macht das? Ja, natürlich während der Fahrt. Dinger. Mir würde aber was anderes einfallen, was man damit prima schützen und wärmen könnte. Nee, dafür ist das Ding zu lang. Besser zu lang. Viel zu kurz, ja. Und dann, ich habe es einfach mal so mitbestellt. Mal sehen, ob das was kann oder ob es eher ein Flop ist. Die Idee ist cool, ob es funktioniert, wird sich zeigen. Was ist die Idee, damit die Leute das verstehen? Nee, die Idee ist einfach dahinter, damit auch du das verstehst, mein kleiner Hobbit. Dass die Sattelstütze nicht im direkten Dreckeinschluss liegt. Das sieht echt ein bisschen klein aus. Ich lasse mich mal überraschen, ob es funktioniert. Wir werden auf jeden Fall davon berichten. Generell, wie gesagt, coole Sache, ob das funktioniert, wird sich zeigen. Also hauptsächlich für hydraulische Sattelstützen ist, damit halt die Hydraulik nicht den ganzen Dreck abbekommt. Du hast gerade nur Sattelstützen gesagt. Also für eine normale Sattelstütze braucht ihr das nicht, weil da kann nicht viel kaputt gehen. Wenn ich von Sattelstützen rede, dann sind das meist versenkbare. Hört ihr diesen Ton? So, Messer. Was kommt hier? Wann hat der Anfang schon wieder? Das ist für dich. Dankeschön. Mit der Verpackung nicht sparsam sein. Ach so, jetzt. Und das ist für meine Boots. Endlich mal eine Protektorjacke, die passt. In diesem Fall mal wieder von der Thema. Warum der Thema? Weil ich damit auch schon sehr lange fahre. Sei es der Nackenschutz, sei es die Protektorjacke. Ich kann das Zeug echt nur empfehlen. Passform, Haltbarkeit, super. Ja. Fahre ich jetzt schon mehrere Jahre und habe eigentlich nicht vor, was anderes zu holen. Und zwar einmal Ellenbogenschonung. Die mega bequem sitzen und sich gut anpassen. Und das Ganze in Kombination übrigens hat auch die beste der Julius. Ja, die ist echt genial. Genau. Ich hatte die im vorletzten Video, müsste gewesen sein, mit der ersten Jump Session mit Renés neuem Bike, hatte ich das den ganzen Tag an. Und zwischendurch, als wir den Trail hochgelaufen sind, habe ich mich manchmal gefragt, habe ich überhaupt einen Protektor an? Und dachte, hast du erstmal kurz gerätselt und überlegt, habe ich das Ding im Auto belassen oder habe ich es wirklich angezogen? Die Antwort lautete nein, denn er hatte gar nichts an. Nein, das hättet ihr gesehen. Das Video kommt genau später. Ja, auf jeden Fall ein mega geiles Ding. Denke mal, das wird seinen Job erledigen. In dem Fall kommt das Ganze von Krüger. Sporthaus aus Finsterwalde im Assen. Das Coole daran ist, gerade bei Ortema, wenn mal wirklich irgendwas kaputt sein soll, die kriegt ihr halt generell einen Reparaturservice, der in der Regel nichts bis wenig kostet, kommt immer ein bisschen drauf an. Hatte bisher noch nie Ärger mit dem Zeug, also hier ist noch nie was kaputt gegangen und wie gesagt, das wurde nun ausgiebig und überall getestet, von den Alpen bis zum heimischen Trails und Bikeparks. Perfekt, also ist echt cooles Zeug, das passt super gut. Ist ein ganz klarer Tipp, dass es halt auch quasi, man liest sehr viele Tests, auch dort sind die echt gut und hier auch mal einfach die eigene Erfahrung, dass es wirklich was kann. Also ich hatte, bevor ich mir die Weste geholt habe, oder die Jacke hier, hatte ich den, Gott, jetzt muss ich überlegen. Dauert länger, ich kann mal auf Toilette gehen. So, jetzt habe ich es von Lead, die Protektorjacke oder Weste, hatte ich mir vorher bestellt. Das Ding hat vorne und hinten nicht gepasst, also gar nicht. Das war teilweise zu groß, war teilweise zu klein, irgendwie so eine Mischung aus dem Ganzen. Und dann habe ich das Ding anprobiert und dachte mir so, geil, nimmst du mit. Ja. Wenn ihr nochmal ein komplettes ausführliches Video nur zu der Jacke oder auch zu den Knieschonern haben wollt, wo wir die ein bisschen vorstellen und anprobieren. Dann schon irgendwie Ellenbogenschoner. Ich kann irgendwie, aber das steht jetzt auch drauf.
haben wollt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Da können wir gerne mal zeigen, welche Größe man da nehmen sollte, für welche Körpergröße. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir mit unserem coolen Unboxing hier fertig. Und genau, kurz montieren. Ich würde sagen, wir könnten jetzt mal direkt wieder fahren gehen. Ich habe so langsam wieder richtig Bock. Aber da es mittlerweile schon kurz vor 12 ist, gehen wir jetzt nicht mehr fahren. Nee, heute nehmen wir den Tacho an. Und ja, in dem Sinne, schönen Abend, Leute. Macht's bis gut. Zum Bye. Nächsten Mal. Haut rein. So. Ja. Der wird auch nie alt.